Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Heute Abend habe ich schon wieder was von Eugen Roth für euch. Einfach weil ich heute zwei Mails bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, endlich mal was zum Lachen, endlich mal was zum Schmunzeln und endlich mal was, das nicht jeder kennt, weil den Schiller hatten wir schon in der Schule. Deswegen nochmal zwei kurze Geschichten von Eugen Roth. Und die erste, die ich mir rausgesucht, heißt Atemgymnastik. Im Grunde glaubt zwar jeder Mann dies, dass er richtig atmen kann. Jedoch, das geht nicht so bequem. Gleich bringt ein Mensch uns sein System. Erklärt, dass unsere Atemseele der gottgewollte Rhythmus fehle. Auch hätten wir, so sagt er kühl, noch keinen Dunst von Raumgefühl und wüssten unsere Atemstützen in keiner Weise auszunutzen. Er lockert uns und festigt uns, kurzum, der Mensch belästigt uns mit dem System, dem Überschlauen, bis wir uns nicht mehr schnaufen trauen. Das Buch quietscht noch, es ist so neu. Selbstquälerei. Ein Mensch, der in der Heimatstadt das schönste Haus samt Garten hat, ein Glück der wenigsten Familien, ließ täglich unter Immobilien. In seiner Zeitung Spalt um Spalte, erst nur, dass er sich unterhalte, doch bald schon unterm strengen Zwang, er müsst was suchen, stundenlang. Sollt er wie andere Zeitgenossen auch siedeln bei den Eidgenossen? Dürft's ihn an fernen Sonnenküsten nach deutsche Vita noch gelüsten? Wird nicht aus solchen Paradiesen beim ersten Krach er ausgewiesen? Nimmt er zu seines Weibes Schonung sich winzig eine Wabenwohnung, wagt er romantisch einen Streich und kauft ein Schloss in Österreich? Zieht er zurück sich treu und bieder nach Oberbayern, ja gar nieder? Wird er zum Fraß der Chiemsee schnaken, kurz alles hat halt seinen Haken, sich windend in der Qual der Wahl, was er denn möcht und wie er es zahl, schwelgt er dann doppelt im Genuss, dass er ja gar nicht suchen muss. Einen kleinen bringe ich euch noch für alle Leute, die Kinder haben. Falsche Erziehung. Ein Mensch lernt in der Kinderzeit, des Lasters Straßen seien breit, jedoch der Tugendpfade schmal in diesem irdischen Jammertal. Der Mensch bei seinem Erdenwandern geht einen Holzweg nach dem andern, weil er auf Straßen breit gebaut sich einfach nicht mehr gehen traut. Wenn ihr morgen was anderes hören wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten mache ich morgen gerade so weiter, nämlich immer fröhlich und immer heiter. Eine Bitte habe ich noch an euch, wir sind bei 3 Minuten, jawohl. Draußen explodieren die Zahlen. Ich habe es auf Facebook schon geschrieben und ich meine das bitte ernst. Wer Covid-19 immer noch nicht ernst nehmen kann und denkt, es wäre eine Grippe, und wer immer noch nicht den Ernst der Lage verstanden hat und meint, er müsste sich mit diesem, mit jenem und in diesem Lokal und in jenem Lokal treffen und hier noch eine Kneipentour machen und sich mit dem und jenem zum Kartenspielen oder zum Flohmarkt oder was weiß ich treffen, dem sei gesagt, wir haben alle nur ein Leben. Und vielleicht gefährdet ihr nicht nur euch, sondern mich. Ich rauche. Ich habe leichtes Asthma. Ich habe schweren Bluthochdruck. Ich habe auch sicherlich das eine oder andere Kilo Übergewicht. Aber ich möchte noch nicht sterben. Und ich möchte auch schon gar nicht sterben, nur weil einer von euch oder anderen meint, er könne auf eine Maske verzichten oder weiterhin feiern gehen wie 2019. 2019 ist vorbei und wer weiß, ob es jemals wiederkommt. Ich habe auch viele Leute, die Ü50, Ü60 und Ü70 sind. Die will ich behalten, die habe ich lieb, jeden Einzelnen. Und mal ganz ehrlich, wer von euch vermisst wirklich Helene Fischer im Stadion, Oktoberfest oder Rosenmontag in Köln? Man kann mal 2 Jahre, 3 Jahre drauf verzichten, oder? Macht's für mich und für die anderen. Und mit diesem Wort zum Samstag wünsche ich euch endlich eine gute Nacht.